Hallihallöchen und willkommen zurück zu Guild Wars 2, die Eisbrot-Saga. Unser Plan für heute ist es, uns mit Braham an der verschlossenen Tür zu treffen, um zu gucken, ob wir da nicht irgendwie reinkommen, während unsere anderen Kollegen hier schon mal den Frontalangriff planen. Wir gucken da mal, was die Story danach noch für uns offen hält, ob wir überhaupt so weit kommen heute noch. Ich bin gespannt. So, wir machen uns direkt auf den Weg zu unserem lieben Herrn Braham. Oh, ich sehe gerade, Moment, mein Inventar, da war ja was. Ich wollte eigentlich aufgeräumt haben, ne? Habe ich ja toll gemacht. GZ an mich. So viel zum Thema. Ja, ich räume dann auf zwischen den Folgen. Es ist gar kein Problem. Nee, das ist es nicht. So, zumindest ein bisschen Platz schaffen. Alles klar. In der Nähe der Ruinen und das muss jetzt noch eben sein, bevor wir da gleich schönen Loot bekommen und den nicht einsammeln können. Ey, nicht hängen bleiben. Ja, mal gespannt, ob Braham da einen Plan hat, ob die Geister sich bequatschen lassen. Dass wir einfach so rein können. Finde ich bezaubernd. Wäre nämlich so ein Hintertürchen, das ich ganz toll finden würde. So. Da vorne müsste Braham doch schon auf uns warten. Sprich mit mir über diese Tür, Braham. Wie bekommen wir die auf? Dieser Ort hier wurde erbaut, um alle Geister zu ehren. Die Tür kann sich nur öffnen, wenn genug von ihnen zusammenarbeiten. Die großen Geister reden nicht. Also brauchen wir die Hilfe der anderen Geister. Ich kann sie spüren. Häsin, Otter, Greif. Und spricht da Eule? Genau. Jormag kann von Frieden sprechen, so viel er will. Aber die Norn werden Eules Opfer niemals vergessen. Sieht aus, als fehlten uns drei Geistertotems. Habt ihr eine Ahnung, wo sie sind? Sieht aus, als müssten wir die holen. Kleine Sightseeing-Tour hier machen. Und der sieht aus wie am Ende der Höhle. Ich glaube, da sind wir sogar schon dran vorbeigekommen, ne? Was war das? Was habe ich da gerade gesehen? Ein Schamane kam aus Holbrak, nahm Ochse, Adler und vielfraß die Totems. Dann hat er sie versteckt. Scham, nehme ich an. Was ihr gesehen habt, waren die Ruheplätze der drei Totems. Kommandeur, ihr müsst sie für mich finden und herbringen. Okay. Und was werdet ihr tun? Die niederen Geister kennen mich nicht. Ich muss mich ihnen als würdig erweisen, wie ich es mit den anderen tat. Da wir davon reden, sie könnten euch testen. Wisst ihr, ehe sie euch die Totems mitnehmen lassen. Toll. Braham, muss ich mich wieder in einen Ochsen verwandeln? Was? Nein. Nein, 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 nein. Vielleicht. Braham! Keine Ahnung. Ihr habt sie am Drakkarsee gesehen. Sie sind nicht ganz richtig im Kopf. Oh, drei Totems? Drei launenhafte Geister der Wildnis? Was soll schon schiefgehen? Ja, eben. Was soll schon schiefgehen? Ich find's aber sehr lustig, wie Skoxy reagiert. So, oh, muss das sein? Och, Braham, ich will nicht. Mach doch selber. Das finde ich sehr süß. Finde ich sehr schön. Ja, das erste, wie gesagt, das müsste ja hier vorne am Ende der Höhle sein. Da sind wir ja schon raus, als wir die Sendemasten gesucht haben. Da sind wir, meine ich, an dem einen Totem vorbeigekommen. War das hier den Weg hoch? Nee, sieht von der Karte aber nicht so aus. Nee, es war hier unten raus. Ich würde schon sagen, irgendwo habe ich das doch gesehen. Das kam mir bekannt vor. Hier müsste das sein. Wahrscheinlich über uns. Hier sehe ich es jetzt gerade nicht. Wir sind aus dem Bereich gleich schon wieder raus. Da sind wir wieder im Lager. Ach, hier war die Stelle, wo wir infiltriert wurden. Von Rieland.
Okay, dann nehmen wir mal den Weg da oben raus und gucken, ob wir mit dem da eher hinkommen. Dann ist es nicht das, was ich dachte. Ich dachte echt, das wäre dieser Weg gewesen und dann hier in der Wand, aber das war nicht so. Aber wir finden den. Kein Problem. So, machen wir einfach hier den Umweg um den Berg herum. Wusch, wusch, wusch. Dann müssten wir doch eigentlich... ja, das war ja jetzt sehr gut. Eigentlich da sein. Hoppelmahäschen. Da. Gefunden. Ich kenne euch. Ihr wart mit Erson in den Sümpfen. Es ruht eine große Stärke in euch. Und ich werde sie auf die Probe stellen. Tut, was ihr tun müsst. Ich bin bereit. Okay. Interagieren. Ach, das waren solche Dinger. Och, nö. Och, nö, ich erinnere mich. Och, nö. Okay. Ihr wart diejenige, die zum Ochsen wurde. Oh. Hab Darbringungen zu meinem Schrein gezogen in den Sümpfen. Aber es ist leicht, eure Stärke zu beweisen, indem ihr euch in den stärksten Geist des Pantheons verwandelt. Ich möchte eure wahre Stärke sehen. Ich möchte sehen, was es braucht, um den berühmten Pack-Kommandeur zu erschöpfen. Okay, hinterher. Ich glaube, wir müssen die roten Bällchen einsammeln. Glaube ich zumindest. Was haben wir hier? Verwüstlicher Ochse. Wie viel haben wir noch? 2 Minuten irgendwas. Okay, und ich glaube, wir dürfen nicht in diesen blauen Bubbelball. Ich glaube, der blaue Bubbelball ist böse. Komm ich da hoch? Komm, ich muss doch da hoch! Komm ich da hoch! Danke. Auch rote Bubbels! Mehr die roten Bubbeli, Bubbelus. Zack. Im Flug gefangen. Oder unten ist noch so ein dicker. Da weiß ich aber nicht, wie ich da wieder hochkomme. Also ignorieren wir den erstmal. Nein! Verdammt, ich dachte, ich könnte dem ausweichen. Okay, der dodgt da irgendwie komischer durch. So. Haben wir. Da auch nicht hoch, ne? Belastend. Wie hast du das gemacht, Spieler? Verrat mir das mal. Hallo. So. Wie viel haben wir noch? 1 Minute. Schön. Ja, all die Bubelis. Ja gut, die haben wir alle. Ah! Oh Gott. Der hat mich nicht erwischt. Warum nicht? Der hätte mich doch voll umzwiebeln müssen. Hat er aber nicht. Aber den Spieler. Lass das mal. Nee, nee. Ja gut. Ja gut. Wir sind gut. Will da wieder hoch. Auch noch dicke, fette Bubbel. Blöd, wenn die von hinten kommen. Wie viel muss ich denn? Spiel. Wie viel muss ich? Jetzt wird es wieder knifflig, ne? Wo will der lang? Ich weiß es nicht. Da? Da? Ja? Ja? Ja, der kam jetzt doof. Nee. Mach mal nicht. So. Wir haben es gleich. Wir haben zumindest schon mal die 30. Die 50 kriegen wir nicht, weil wir halt verkackt haben. Ja? Den noch? Muss ich bis zum Ochsen kommen? Muss ich dich berühren? Nein. Eure Stärke ist also keine Illusion. Ich bin beeindruckt. Auch wenn Jaumark meinen Verstand vergiftet. Diese
selbst an meinem schlimmsten Tag bin ich noch immer stärker als all die Kreaturen, die sie in meinem Namen schicken. Ja, habe ich das jetzt, habe ich geschafft, ne? Sehr gut, wir haben das Ochsentotem. Das war doch jetzt gar nicht so schlecht. Die anderen beiden sind da hinten. Dann schnappen wir uns am besten mal den Greif. Wir haben ja schon beim Pseudo-Map-Erkunden gemerkt, dass das so die einfachste Variante ist. Das Ganze mit dem Greifen zu machen. Schweben wir hier mal gemütlich aus dem Berg raus. So. Und in diese Richtung. Gucken wir mal, was das nächste Rätsel ist. Was wir da als nächstes schaffen müssen. Sollten wir hoffentlich alle drei in dieser Folge schaffen. Wäre ganz gut. Ich sehe nur trotzdem sehr schwarz, was das Addon angeht. Zumindest der zeitlich pünktliche Start. Wir haben jetzt Freitag. Ja. Es ist Freitag. Das Add-on kommt Montag. Wir haben also noch den Samstag, den Sonntag und die Folge am Montag. Also drei Folgen noch, bevor theoretisch das Add-on kommen würde. Als Folge. Ja, ne? Ihr seht das Problem. Wir haben storytechnisch noch ein bisschen was vor uns. Sag mal. Der mächtige Kommandeur kommt, um mein Totem zu holen. Ja. Seid ihr bereit, um das Privileg zu kämpfen? Nur wenn ihr bereit seid, es mir zu überlassen, wenn ich gewinne. Oh Gott. Ich weiß noch nicht, was das hier noch war. Auf jeden Fall Punkte sammeln. Ne, das sind Erfahrungspunkte, die wir kriegen. Innerhalb von 10 Minuten gewinnen. Okay. Wie macht doch sowas nicht mit mir? Wenn ihr mein Götzenbild tragen wollt, müsst ihr zunächst zeigen, womit ihr es aufnehmen könnt. Beweist eure Tapferkeit, Pax Kommandeur. Okay. Warum muss ich das immer alles machen, Braham? Warum? Bin ich die hier mich um die Geister kümmern soll? Ist das nicht eigentlich deine Aufgabe? Jetzt bin ich eingefroren. Ist nicht gut. Der hat aber auch Leben, der Kollege, ne? Nicht da wieder rein. Nein. Solange wir noch nicht ganz Matsche gehen, ist das eigentlich noch okay. Jetzt machen wir das und das und das. Und einmal ausweichen. Beeindruckende Faustkämpferin. Ja, nice. Warum auch immer, was ich getan habe, aber. Oh, ich habe doch gedodged. Hat's bestimmt gehört, so wie ich aber das da nur einprügel. Oh, das habe ich mir unsichtbar gemacht. Auch nicht schlimm. Ein bisschen heilen, auch wenn es. Okay, das hätte ich kommen sehen müssen. Könntest mal hier deine CC bauen, so, ne? Die könnten wir ruhig mal loswerden. Nein. Hahaha, diesmal nicht, Junge. Diesmal nicht. So, jetzt aber. Jetzt aber richtig. Toll, jetzt habe ich keine Skills mehr. Und der kann sich ein bisschen. Ich verstehe, warum 10 Minuten noch angegeben ist. Wir könnten ja mal hier sowas machen. Haben wir dir irgendwas? Hallo? Oh, die Tasten funktionieren gar nicht. Das ist belastend. Ich glaube, die habe ich nie richtig neu eingestellt, neu bei meiner neuen Tastatur. Die habe ich ja jetzt nicht auch schon seit 2 Monaten oder so, ne? So ist es ja nicht. Aber irgendwie habe ich die Skills nie gebraucht. Ja, selten. Selten brauche ich diese Special Skills von den Klassen. Ich bin. Autsch, aber das ist doch unfair. Hier, spüre meine Stacheln.
Wenn wir die CC-Bar runter haben, dann machen wir unseren Schwurbelwurbel, weil dann... Ich hab gedodged, du blödes Viech. So, jetzt machen wir nämlich hier unseren Schwurbelwurbel. Mach den Schwurbelwurbel! Der macht nämlich Schaden. Okay, das kann sie dann. Versuche mich zu beeilen. So, und auf das Pattern zu achten. So, ausweichen. Perfekt. So muss das. Macht dann wieder das. Dann kommt wieder das und ausweichen. Ja, gucke mal. So macht man das nämlich hier. Gucken, dass wir genug Ausweichen übrig haben. Macht dann wieder das und ausweichen. 10 Sekunden. Hast du nicht gesehen. Und ausweichen. Läuft. Und aber weiß, wie man es machen muss. Sehr schön. Seit langer Zeit nicht mehr so kämpfen müssen. Dank, Kommandeur. Ich fühle immer noch Jormaks Kraft durch mich strömen. Eine Dunkelheit, die ich vielleicht niemals bereinigen kann. Aber das erinnerte mich an bessere Zeiten. Ja, das war doch gut, oder nicht? Oh Gott, hier so viele Kisten. Schließt das ab und macht dies und jenes und hier und Inventar ist gleich wieder zugemüllt. Ich sehe es kommen. Hier wird auch ein Ausgang, genau. Dann brauchen wir uns jetzt nur noch um den Adler zu kümmern. Den machen wir definitiv auch noch hier in der Folge. Graham, ich habe das zweite Götzenbild. Wie ist die Lage? Der Geist von Otter war etwas streitlustig, aber ich denke, jetzt ist alles in Ordnung. Ich warte nur noch auf euch. Okay. Wenn ihr wirklich denkt, ihr könnt diese Tür öffnen, kommen Kree und ich mit euch. Ephraim und die anderen kümmern sich um die Vordertür. Wir nehmen den Weg durch die Ruinen, halten Banga auf, halten die Frostlegion auf. Und retten die Char davor, zu Jormaks persönliche Armee zu werden. Verdammt richtig. Alles klar, gut. Dann, ja gut, hier ist nicht genug Platz, das sehe ich ein. Begeben wir uns mal in die Richtung des letzten Totems. Bin gespannt, was wir da für eine Prüfung haben. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Also an das mit dem Ochsen, da konnte ich mich noch dran erinnern. Jetzt an den Kampf zum Beispiel gar nicht mehr. Jetzt interessant, was der Adler für uns bereithält. Stimmt irgendwas mit Fliegen? Safe. Also, kommt der Paktkommandeur zu mir, um ein Götzenbild zu schultern. Gerade benachrichtigt. Es ist ein feindlicher Drohnen in der Nähe. Kümmert euch um die Sache. Ihr seid mindestens das 28. allmächtige Wesen, das mir diese Frage stellt. Also ja, gewillt und bereit. Okay, los geht's. Ist die immer dazwischen quatschen muss hier, ne, mit ihrem Dämon-Champion. Geh mal gucken. Das nervt. Spiele. Wenn ihr mein Götzenbild tragen möchtet, das Atlas erhalten, erhält euch mit mir Atlas in die Lüfte. Okay. Ich sag doch fliegen. Beweist, dass ihr mit dem Mächtigsten der Adler mithalten könnt. Okay. Okay. Okay, ich sehe nichts. Wo bin ich? Da. Was muss ich tun? Ich muss durch diese Ringe. Alles klar, das kriegen wir hin. Haben verkackt oder? Achso, da. Was haben wir hier? Adleransturm. Wie schneller. Okay. Achso, ich muss hinter diesem Vogel her. Okay. Schon verkackt, ne? Schon nicht gut gewesen. Wo ist flieg schneller. Er sagte ja, ob man mit ihm mithalten kann. Hab ihn also in Augen verloren. Ne, da ist er. Da ist er, Vogel. Wart auf mich, ich bin doch nicht so schnell. Ich habe viel kleinere Flügelchens als du. Ich habe viel kleinere Flügel. Das ist unfair. Kommandeur, habt ihr eine Sekunde? Nein. Wir könnten eure Sicht auf etwas brauchen. Wer hat das Adlergeschrei? Nun, wisst ihr was? Ihr klingt ziemlich beschäftigt. Ja. Wir haben das hier im Griff. Macht ihr einfach weiter mit dem, was auch immer ihr gerade macht. Mach ich. Danke.
Fand ich es aber auch gut, dass wir auch dementsprechend geantwortet haben. Im gerechtsten. So, das sieht im Moment noch gut aus. Wir kommen zwar nicht hinterher, also wir kriegen ihn nicht eingeholt. Aber wir sollten das schaffen. Die Gunst des Adlers holen. Ist kein Ring mehr zum Durchdoch da. Wollte gerade sagen. Wo ist er denn jetzt hin, der Kollege? Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ach, das war das Ziel. Sehr gut. Es ist so lange her, seit ich den Rausch der Jagd gefühlt habe. Jormark flüstert noch zu der Dunkelheit in mir. Ich kann nie wieder ganz sein. Aber dank euch habe ich mich einen Augenblick lang daran erinnert, wie es war, ein Geist der Wildnis zu sein. Geht! Bringt mich ins Pantheon zurück! Mache ich sehr gerne, aber wir haben die Leiste voll, sehe ich gerade. Wir hauen hier mal einen Punkt rein, damit wir hier die nächste voll machen können mit Erfahrungspunkten, die wir nämlich hier auch kriegen. Wir haben bestimmt schon wieder welche verbaselt. Gut. Ja, dann zurück zu Braham, ne? Ist es kürzer von hier? Ne, ist kürzer von hier, würde ich sagen. Und dann würde ich mal gucken, dass wir dann morgen mit Braham hoffentlich durch die Tür kommen. Da steht ja zumindest, öffnet die Tür in die Nornruinen. Wir sollen Braham jetzt noch das Totem bringen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann da ja morgen reinkommen. Dann werden wir da die Instanz erleben. Gehe stark davon aus, dass wir da auch die ganze Folge für brauchen werden und die eventuell sogar ein bisschen länger gehen wird. Wenn das ist, an das ich mich erinnere, was passieren wird. Aber da passiert noch so einiges, habe ich so im Hinterkopf. Ne? Also das kann hier echt noch ein Weilchen dauern mit der Geschichte. Also wir werden partout nicht mit der Geschichte starten. Mit Path of Fire. Ach, Path of Fire. Quatsch. Mit End of Dragons. Pünktlich zum Release. Kommandeur, feindlicher Tribune ja. Generell an der Stellung. Seht euch vor. Also da werden wir dann ein bisschen später mit anfangen. Ich hatte wirklich gehofft, wir schaffen es noch zum Release mit der Eisbrot-Saga durch zu sein. Aber wir haben noch. Ja, wir haben noch verschiedene Sachen und dann ja noch den Endkampf und. Okay, gut. Wir versuchen es so schnell wie möglich noch durchzuziehen. Und dann schnellstmöglich mit der neuen Geschichte und den neuen Gebieten anzufangen. Ich freue mich so darauf. Es ist Montag. Oh Gott, also ich werde es. Kann ich euch schon mal verraten, mit meinem Valdi, mit meinem Main-Charakter auf jeden Fall schon mal durchsuchten. Also es wird im Let's Play dann wahrscheinlich nicht ganz blind sein, sondern noch recht frisch und aktuell. Aber ich kann nicht warten, ich kann da nicht warten, bis ich mit Scoxy dann soweit bin, um das dann so mit euch zu erleben. Hey, da kann ich nicht drauf warten. Ah, ich freue mich so ewig lang schon auf dieses Add-on. Das wird super. Okay, so, jetzt aber Ende dieser Folge. Wir hören uns dann hoffentlich morgen in der Folge wieder, wenn wir mit Braham durch die Tür gehen und mal gucken, was sich dahinter so verbirgt in diesen alten Nornruinen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!